Ja, ich denke, das ist der Lohn der harten Arbeit. Wir hatten jetzt die Länderspielpause genutzt, um nochmal intensiv zu trainieren. Und ganz klar, die Mannschaft hat auch wieder gezeigt, dass wir als Team super zusammenarbeiten. Da wirft sich jeder für jeden ins Feuer und ich denke, das zeichnet uns auch aus. Ja, erstmal ist das natürlich auch ein Kompliment an unsere Fans, dass wir hier zu Hause so erfolgreich spielen, denn die feuern uns wirklich fantastisch an und sind der 12. Mann. Und dann ist es schön, wenn man als Team das auch erfolgreich dann rüberbringen kann. Jetzt haben wir, denke ich, ein interessantes Spiel in Düsseldorf, auch wieder vor geiler Kulisse. Und ja, wir haben da Bock drauf und werden uns da auch wieder zerreißen. Ja, natürlich ist das ein riesen Punktgewinn. Jetzt haben wir 8 Punkte auf dem Konto. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, vor allen Dingen für mich. Ich war verletzt in Banddehnung, konnte gegen Karlsruhe ja nicht mitspielen. Ja, ist natürlich schön. Ja, wir haben es am Ende nochmal spannend gemacht. Schnatti verschießt nochmal den Elfmeter. Natürlich für die nochmal eine Chance vorne anzugreifen. Aber dann haben wir da doch noch das 3-1 gemacht und damit Schlussstrich gezogen. Ja, ich muss sagen, ich bin heute anders als im Pokal schon ein bisschen enttäuscht, dass wir hier nicht mehr mitgenommen haben, weil ich fand, dass wir über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft waren. Wir hatten sehr viele Spielanteile, haben sehr aggressives, gutes Spiel nach vorne gezeigt, aber am Ende dann doch durch individuelle Fehler verloren. Und das schmerzt natürlich schon, weil wir uns im Moment für unseren Aufwand, den wir betreiben, für unsere Arbeit, die wir betreiben, nicht entsprechend belohnen. Und das ist natürlich schade, schade für alle Beteiligten. Aber es ist natürlich auch Ansporn, das in Zukunft besser zu machen. Ja, die erste Halbzeit haben wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt. Wir wollten mehr Druck ausüben, wollten den Gegner in die eigene Hälfte drücken. Aber da hat es Union gut gemacht im Ballbesitz. Hat uns da nicht in die Situationen kommen lassen, schnell umzuschalten. Trotzdem haben wir vor dem Tor gut verteidigt. Die großen Chancen habe ich nicht gesehen beim Gegner. Wir hatten allerdings auch keine. Bis auf die eine, die, glaube ich, Polter auf der Linie klärt. Aber unterm Strich glaube ich, dass es leichte Vorteile für Union Berlin waren. Deswegen war uns bewusst in der Halbzeit, wir brauchen mehr Entlastung nach vorne. Wir wollen mehr auch ein bisschen das Risiko erhöhen. Haben dann umgestellt auf 2 Stürmer. Julius Reinhardt auf die rechte Seite rausgestellt. Und ja, Union hatte dann, glaube ich, die erste gute Chance. Aber dann haben wir es ähnlich gemacht wie im Pokal. Doppelschlag, 2-0 geführt. Das hat uns natürlich Sicherheit gegeben. Ein bisschen zu viel Sicherheit, denn wir müssen das 3-0 machen in dieser Phase. Wir haben einen Pfostenschuss und haben 2 richtig gute Konterchancen, wo wir in Überzahl sind, nicht sauber ausgespielt. Da müssen wir den Deckel drauf machen. So kommt es zu dem Elfmeter, zum 2-1. Und ähnlich wie im Pokalspiel kann ein Spiel dann nochmal kippen. Aber ja, letztendlich haben wir dann über eine gute zweite Halbzeit, über mehr Betrieb, gerade über die Außenbahnen, haben wir, denke ich, uns den Sieg auch verdient gegen einen Gegner, der natürlich anders agiert hat, wie es im Pokalspiel war. Da haben sie auch verloren. Aber ich denke, unterm Strich hat meine Mannschaft dann hat sie diesen Willen und diese Einstellung gezeigt, das Spiel dann auch zu gewinnen und nach der Führung nachzulegen. Von daher, ja, Union hat in Bochum unentschieden gespielt, Union hat beim KSC unentschieden gespielt. Wir haben sie jetzt 2-mal zu Hause geschlagen. Da bin ich natürlich zufrieden und natürlich auch zufrieden mit der Momentaufnahme, dass wir einen starken Gegner, der sicherlich sich finden muss und die Qualität hat, in der Liga natürlich eine ganz andere Rolle zu spielen. Und da wünsche ich meinen Kollegen und Union Berlin natürlich auch alles Gute für den Rest der Verlauf der Saison. Dankeschön.